Okay, What das war's, wir kommen nicht mehr zurück. ist Oh mein Gott. das hier, Bruder? Brutal schlägt er ihn immer wieder ins Gesicht und rammt dessen Schädel auf den harten Felsboden. Wow. Was geht ab, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Episode, Freunde. In der gestrigen Folge ist sowas Krasses passiert, Freunde, und wir haben auf einmal mitten im Wasser einen Unterwassertempel gefunden. Und das Krasse ist, irgendwie die ganze Zeit Donnerschläge abbekommen. Mich haben sie nicht gehittet, Kiro schon. Dann wurden wir zu irgendwas auserwählt. Wir treffen irgendwie ein Schiff. In diesem Schiff handelt es sich um irgendeinen Captain, deren Crew irgendwie im Meer war und gekillt worden ist von einem Monster. Leute, es ist zu crazy. Also wirklich, ich komme selber gar nicht drauf klar. Ich sag nur wirklich, die Story wird noch so krass. Gönnt auf Ehre ein Abo, ein Like, aktiviert unbedingt die Glocke, um nichts mehr zu verpassen, liebe Freunde. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bro, das ist eine Pyramide, Digga, um Wasser. Das ist so unnormal. Warte Vor mal. Allem halt auch mit Stein und ich ertrinke. Warte, lass mich kurz mal rein. Ey, Bruder, das sieht so heftig aus. Warte, ich mach mal meinen Shader aus. Das ist nicht Oh normal. mein Gott, Bro, du musst dir das... Ey, das ist... Ey, wirklich, das mit Sandstein gemacht, sowas habe ich noch nie gesehen. Digga, das sieht so... Seit wann existiert sowas? Bruder, das ist riesig. Aber wieso haben wir das bis jetzt nicht einmal gesehen gehabt? Entweder sind wir blind oder es wurde erst neu erschaffen, verstehst du? Ey, das, also ich sag ehrlich, das sieht wirklich verrückt aus. Das sieht echt ein bisschen krass aus. Aber warte, ich muss mal meinen Shader anmachen. Ich sag ehrlich, Freunde, ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Und das ist so heftig, diese ganze Story wieder, ne? Als wäre nach den Sonnenkriegern direkt jetzt wieder so viel Action und ich verstehe nicht, warum immer Kiro und ich. So, wie kann es sein, dass bei uns diese Aktion passiert und nicht bei der... Ich check das gar nicht, Digga. Bro, also ich sag echt, das sieht ein bisschen crazy gruselig aus. Also, no Ey, joke. Wir müssen uns... Wir schaffen das aber. Wir trauen uns, denn wir sind richtige Macher, ganz einfach. Bruder, aber... Hä, was für ein Knopf? Eisentüre in einer... Tür. Bruder, ich sag dir ehrlich. Guck mal, ich kann mir vorstellen, gleich kommt 100% ein Monster oder so. Und, hast du ja, deine, hast du deine Rüstung alles. An? Ich habe alles an, Bro, und ich glaube halt wirklich hier hinter ist dieses Monster, wo diese Matrosen vernichtet hat. Jetzt Bro, mal du Retalk. Hast recht. Deshalb wahrscheinlich, wenn wir den Knopf drin kommen, versuchen mal hier abzubauen. Kann man hier abbauen? Ich glaube nicht. Bro, verstehst nee, du? Funktioniert nicht. Ich checke, das Bro, bedeutet, das ist so wenn wir jetzt hier reingehen, kommen wir nicht mehr raus. Verstehst du das? Bro, wenn wir okay. jetzt da reingehen, kommen wir Das egal. Haben Pyramiden so an sich. Immer diese Fallen, aber man kommt dann auch wieder raus. Das heißt, ich glaube, wir beide sind auf jeden Fall gewappnet genug, um hier durchzukommen. Ich habe Goldäpfel, Erfahrungsfläschchen sogar. Okay, Enderperlen habe ich auch. Ich habe auch alles, Mann. Okay, dann let's go. Du hast ich bin sogar ready. Enderchests dabei. Ich auch, Brudi. Okay, let's go. Ich bin ready. Okay, ich drücke auf den Knopf. Okay, auf drei, zwei, eins, go! Durch let's go! Hey, Bro! Ah! Bro! Hä? Was ist das denn Niemals. Hier? Ist das ein Kerk? Was, Bro? Digga, das ist ein Kerk? Bruder, hier geht's raus. Digga, das ist ein Kerk. Ich hab das Gefühl, hier waren mal so Dripstones, dass man eigentlich stirbt. Aber die sind, glaube ich, zu oft benutzt worden. Schau mal. Bro, aber das sind... Guck mal, das ist so dargestellt worden, das sind ja Skeletonköpfe. Das soll so angeblich dargestellt worden sein, als wenn das hier Minecraft-Spieler. Checkst du? Digga, ja, das und das soll so angeblich wahrscheinlich nö. Blut sein hier, diese Redstone-Dings. Ja, Bruder? Mann. Übelst gruselig. Digga, aber wie geht's hier jetzt? Alter, hier ist noch ein. Hier ist noch, jetzt guck mal. Bro, ich hab gar keinen Bock noch. Bro, mehr warte mal. Ich höre Lava. Mach du das diesmal. Hast du Lava? Bro, wait. Okay, warte, wir machen das so. Bro, hast du Wassereimer? Ich hab Wassereimer, ja. Okay, okay. Kann man hier überhaupt was platzieren? Ach, stimmt. Aber Enderperle. Ich kurz mit. Scheiße. Was mit Enderperle? Kannst du Enderperle usen? Ja, okay, ja, perfekt. Geht. Gut, dann halte Enderperle. Drück du auf den Knopf, ich hab Enderperle, okay? Okay, ready. Okay, 3, 2, 1, go! Zack! Bro! Oh! Okay, okay, das ist eine Tür. Okay, 3, 2, 1, go! Los! What? Okay, das war's, wir kommen nicht mehr zurück! Ist das hier, Bruder? Bro, das ist. Okay, hier ist netterweise Wasser, aber wir müssen hier einen Jump'n'Run. Das heißt, wir können theoretisch ja eigentlich. Komm, wir machen den, aber wir können ja eigentlich Enderperle usen, oder? Egal. Safe, aber wir ich machen weiß so. Nicht, wenn das hier. Egal. Wer zuerst fällt, ist ein Arschclown. Okay? Arschclown. Komm her jetzt. Mann! Alter, was ist denn? Du hast den Satz da noch nicht richtig ausgesprochen. Bruder, das gilt noch nicht. Ich bin dir ehrlich, ich weiß selber Gott, nicht, lass wo mich wir bitte hin. Abkühlen. Bruder, ich weiß selber nicht, wo wir hin müssen. No joke. Ah, hier ist warte, ein Knopf. Warte, hier ist ein Knopf. Den habe ich gar nicht gesehen. Alter. Ah!
Hey, wie cool! Arschloch! Das Ding hat mich verarscht! Ey, das Ding hat mich einfach komplett verarscht! Wow! Ey, er cheatet! Bro! Ey, aber jetzt? Hier rüber... Digga, wie soll das denn funktionieren? Hey, hier kommt man gar nicht weiter. Irgendein Idiot hat das gebaut oder so. Bro! Was ist das? Digga, ich hab es... Warte mal, vielleicht... Vielleicht dahin? Kriegst du es hin? Kriegst du es hin? Nein, ne? Bruder, ganz ehrlich? Nee, hier kann man nicht hochklettern, oder? Warte mal. Ey, komm her! Ich hab's geschafft! Hier. Ah! Ich hab's geschafft, Bro! Ja, ich auch! Alter! Hä? Aber was war das? Bro, wie schnell! Aber wie? Ich check das nicht. Ich auch nicht, komm her. Egal, komm. Egal, das ist einfach durch. Okay, links oder rechts? Ene bene miste, immer links halten. Sicher? Okay. Ich schwöre, immer links halten. Ja, ist eh egal, Digga. Okay, ist mir egal. Okay. Alright, was kommt jetzt? Ey, Brudi, ich sag dir ehrlich, rechts oder links? Ich hab keinen Bock mehr auf Knöpfe, warte. Jetzt mal ehrlich. Warte. Rechts da oder links? Ist was. Ich sage rechts. Warte mal, da hast du gerade ein Loch. Bro, rechts oder links? Lass uns kommen, wir waren links. Wir immer noch auf links. Nee, lass rechts machen. Okay, rechts. Warte, ich schick Chang Chong, okay? Wir schreiben in den Chat, wer drückt. Okay? Ja? Okay. Oh, guck mal, ich sag 3, 2, 1, go und auf go schreiben wir, ja? Okay, let's go. Okay, 3, 2, 1, go. Ja! Scheiße! Oh, Gott sei Dank, Digga. Ich schwöre. Oh. Bruder, du bist dran. Okay, rechts, okay, rechts. Warte. Okay. Ja, 3, 2, 1, zack. Boah, nichts passiert. Hä? Bro! Lava-Eimer? Cool. Digga. Bruder, das war wahrscheinlich so eine Mist-Trap, Digga. Wahrscheinlich sollte da Lava runterkommen. Aber Bruder, mir fällt gerade auf, wie sind Druckplatten. Da müssen die Lava-Eimer. Okay. Oh, wait. Was ist jetzt hier? Bro, das sind... Bruder, warte. Oh, Bro! Wow! Die schießt mit Giftpfeil! Okay. Warte, wie machen wir das am schlausten? Ich will die Lava-Eimer kurz loswerden. Soll das? Okay, ich use Ende. Ich use Ende. Aber wo müssen wir hin? Lass einfach durchrennen. Warte, wann schießen die denn mal ab? Okay, jetzt komm. Okay, lo. Bro! Okay. Hier ist der Knopf. Ja, ich sammle die Pfeile. Warte kurz. Meins. So. Okay, let's go. Okay. Hä? Oh. Ciao. Wait. Okay. Wir haben's. Ah, Kian. Bro. Kian, ich bin hingefallen. Kian, bitte. Komm mit! Bro. Hä? Oh mein Gott, was ist das? Kristall der Vergangenheit? Kristall, es funkelt wie ein Stern? Zerstörung? Chronion? Bro, jetzt reicht's. Bro, also wirklich, erst Apollon, dann Clark, jetzt irgendwas mit Chronion wählen, Digga, was ist das? Ich lese, haben wir hier ein Dings? Warte mal, komm mal mit. Weiß nicht. Okay. Bro. Was ist hier? Ich opfer mich. Let's go! Was ist da? Nix, kannst durch. Alles G. Okay. Sieht clear aus. Was ist das für ein Buch? Hä? Wo sind jetzt hier auf einmal Redstone-Fackeln überall? Bro! Warte, was? Ey, komm mal raus! Wir haben es geschafft! Und warte, wo? Ey. Was mit dem Monster? Ich weiß nicht, ich check auch nicht, flieg mal hoch. Lass hoch und Dings fliegen. Ich kann nicht fliegen, wie hast du das gemacht? Ah, jetzt geht's. Leute, was war das wieder, Alter? Wie krass! Das war. Kam dir die Pyramide jetzt auch irgendwie zu klein vor, so? Also, als würde da wirklich noch was ein anderer Weg sein oder so? Ich weiß nicht, Bro, ich hab eh irgendwie. Warte mal, das Buch, die Zerstörung. Komm mal mit. Das lesen. Warte mal, das Buch war von Kapitän Clark. Wer auch immer das ist. Yeah. So, das Buch juckt ja eigentlich dann nicht mehr. Können wir hier hinpacken. So, die Zerstörung. Brutal schlägt er ihn immer wieder ins Gesicht und rammt dessen Schädel auf den harten Felsboden. Oha. So kommt er schließlich durch Kratos zu Tode und durch seinen Tod entfesselt sich seine Energie in einem mächtigen Blitz, die seinen gesamten Körper verzehrt. Nach diesem Tag wurde die Menschheit dafür bestraft. Er rächte sich an allen schuldigen und böshaften Kreaturen dieser Welt. Sein Hass gegenüber ihnen wurde durch jede Tötung stärker. Nun war er nicht mehr eine leblose Hülle mit einem Herz. Nun wurde er zu einem Gott. Digga, ich krieg Gänsehaut.
ein Gott, von dem man sich fürchtete. Ein Gott, welcher die Kontrolle des Himmels beherrscht und jeden Menschen unter Schock versetzen kann. Der Kristall der Vergangenheit. Führe es und blicke durch die Wand, die dich selber erscheinen lässt. Was sind das jetzt für Sätze schon wieder? Warum sind die in Anführungsstrichen? Was sollen wir damit jetzt schon wieder machen? Bro! Warte mal. Was geht hier ab, Mann? Den Kristall der Vergangenheit, den habe ich jetzt im Inventar. Führe es und blicke durch die Wand, die dich selber erscheinen lässt. Welche Wand lässt sich selber erscheinen? Denk mal nach, welche Wand lässt sich selber erscheinen? Ich glaube, in dem einen Raum. Der Spiegel! Bruder, du hast recht! Der Spiegel, den wir gesehen haben! Der Spiegel! Ja. Bruder, die Wand, die dich selber erscheinen lässt, du hast recht! Also sprich, es zeigt dich ja selbst! Es erscheint, du erscheinst ja in dem Spiegel! Ich würde sagen, lass uns da hinfliegen, oder? Aber Bro, was ist das hier für eine Story von dem Halbgott Kratos, Gott des Krieges, Digga? Warum sind all diese Namen plötzlich relevant? Was geht hier ab? Digga, und warum wir beide? Egal. Bro, Kiro, lass uns einfach jetzt zurückfliegen. Ich sag dir, glaub mir. Ja, lass los. Kristall der Vergangenheit, wir machen das in diesen Spiegel rein und Bruder... Ja. Digga, die Story ist so krass, ich folge dir. Wo müssen wir hin? Müssen wir da irgendwas sagen? Ich glaube hier in die Richtung. Alright, let's go, Leute. Ich sag euch ehrlich. Fliegen. Also bis jetzt irgendwas mit Macht und dies und das. Bis jetzt ist ja alles gut, also ich mach mir gar keinen Kopf. Grundsätzlich bin ich euch ehrlich, ich habe schon ein bisschen Panik wegen alle Sachen verlieren, aber auch wenn ich alles verliere, erfahre ich mir die einfach wieder. So, ist zwar eklig, aber Leute, anders geht's halt nicht. Was soll man da machen? So, willkommen zu meiner allzeit geliebten Festung. Yes, Mario. Ich bin so gehypt. Oh mein Gott, Bro. Kristall der Vergangenheit. Let's go, bist du bereit? Ich bin einfach durch Stay Same Pool eingestiegen. Was laberst du? Wie geht das denn? Da ey, das oben, Tor Mann. Ist sogar offen, Bro. Ey, es ist offen. Kristall der Vergangenheit. Wir können durchziehen, ey. Ey, Bro, nee, Digga, nein, was Digga. Was soll das denn jetzt? Das Digga, passt gerade gar nicht rein. Kannst du gehen? Was hast du für eine Maske? Wie geht's euch, meine Freunde? Hier, du alles kriegst auch eine Goldkarotte. Was hast du für eine Maske? Was für eine Karotte? Danke dir. Bro, das ist das Tor zu. Nein. Geht da mal schön weg da, ne? Wie? Warum soll er wieder weggehen? Was willst du hier, Mann? Er ist viel zu stark. Lass mal kurz wie, er ist zu stark? Zieh deine Fußplatte an. Warum ist er stark? Was glaubst du? Ja, warum bin ich stark hier? Erzähl mal, ja, was? Kiro, sag mal. Ey, das ist doch nicht normal. Die Tür geht zu, wenn so ein Shatava-Anbeter da ist. Das gibt's doch nicht. Das ist komm, gut, Mann, das ist gut. Die Tür sogar easy auf, wenn ich will, Junge. Was willst du überhaupt hier? Mach die Tür auf, komm. Ja, soll ich wirklich aufmachen, Kiro? Ja, mach los, komm. Ja, was sagst du, Kiro? Trau dich. Soll ich die Tür aufmachen für dich, oder was? Ich will wissen, warum du so einen scheiß Helm an hast. Das ist kein Helm, Junge. Der ist ungeschminkt. Das ist mein Kopf, Alter. Der ist einfach nur ungeschminkt, alles gut. Digga. Hast du gesehen? Ja, geh mal rein. Hä? Ja, okay. Oh. Er kriegt sie nicht auf, der Loser. Ja, normal kriegt er sie nicht auf. Warte doch. Probier mal reinzukommen. Ja, krieg ich. Ja, komm. Versuch das. Ja, geh rein. Komm da rein, warte. Das ist easy. Oh, ist so peinlich. Für mich, Bro. Bro. Was habt ihr gemacht, Alter? Bro! Warte! Bro! Was hier los? Warte mal, das reicht mir langsam. Was ist das hier? Wie, was ist das? Ich krieg das Ding auf, wenn ich will, Alter. Geh jetzt auf, Mann. Bro, was ist das? Unsere Sonnenkrieger-Base sieht so hässlich aus wegen ihm. Ey, hässlich. Verschwinde, Digga. Alter. Angriff. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, aber es sind jetzt schon zwei Leute. Bro, du bist stärker geworden. Kann das sein? Leute müssen Bro, er hat keine Chance, Alter. Ja, er ist aber stärker geworden. Ehrlich. Ich habe schon mal gegen ihn gekämpft letzte Woche. Verschwinde, Digga! Hat Spaß gemacht, ne? Sei ehrlich, hat Spaß gemacht. Aber da warst du noch schwächer. Was soll das denn jetzt auf einmal? Geh mal weg jetzt! Bro, ja, ich hau ein bisschen ab. Oh mein Guck Gott. Mal, wie die Figur aussieht. Komplett hier. Das sieht so wild aus, ne? Ich sag Bounce dir ab, Mann! Ey, ja, hör mal ich schiss dich ab! Was ist dein scheiß Problem? Ja. Was willst du wieder hier? Ich hab euch belauscht, ich wollte wissen, was ihr so macht. Ich meine, Kiro, der Verräter, hat ja komplett Shatava eigentlich auseinandergenommen. Ja, genau. Du solltest dich eh schämen, Alter, was du da gemacht hast. Und dass du mit so jemandem chillst, das wundert mich überhaupt nicht mehr, Kiano. Was hältst du Alter. Davon? Digga, was hast du mit unserer Festung gemacht? Warum sieht sie so kacke aus? Oh. Sieht doch voll schön aus, Alter. Kann doch jetzt so bleiben, oder nicht? Auf gar keinen Fall kann das so bleiben. Warum ist das so? So, ich weiß nicht, was du meinst. Was sieht denn daran so schlimm aus? So ist eigentlich die YouTuber-Insel. Komm das, wie das jetzt ist, ist eigentlich das wahre Gesicht der YouTuber-Insel. Ey, hör mir mal zu. Du, ich warne dich. Ich will, dass du jetzt verschwindest. Okay, und ich will, dass ich mit dieser Flugrakete dir Schaden mache.
Ich will. Bro! Ich sag's nicht noch einmal. Ich will doch jetzt endlich! Junge, das macht übel Spaß, Junge! Ich will, dass du jetzt verschwindest! Ihr habt mich nur. Aua! Hä? Das Blitz? Verschwinde! 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 Du sollst gehen! Okay, okay, okay! Geh weg! Verschwinde! 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 Weg mit dir! Du sollst weg! Weg! Apollon wird dich richten! Du sollst weg! Geh jetzt! Ich will nicht weg, Alter! Ich hau ihn runter! Oh mein Gott! Oh mein Gott, guck dir die Festung an! Was waren das für Donnerschläge? Bro, hab ich die Donnerschläge gerade geholt? Ich glaub schon. Oder es war wieder dieser Apollon, von dem du das Buch hattest. Die Festung wird wieder normal. Du hast recht. Es ändert sich wieder. Bro, warte mal, was waren das gerade für Donnerschläge, Digga? Kam das von mir? Ey, du hast ihn mit voller Wut angeschrien und auf einmal bzz, bzz, bzz. Oder? Ja, so hören sich unbedingt jetzt nicht die Blitze an, aber du weißt schon. Ja, irgendwas ist komisch, Bro. Ich finde. Ja, aber die. Oh mein Gott, der Sonnentempel regeneriert sich wirklich davon nicht. Bro, ich glaube, das ist normal bei seiner Fähigkeit. Da, guck mal, es geht zurück. Da. Ja, Mann, aber ich fühle mich komisch. Warum hat die Sonne mir keinen Schaden gemacht? Und warum, als ich gerade durchgedreht bin, sind diese Blitze gekommen? Bro, das ist voll Check's komisch. Auch nicht. Aber die Tür ist noch zu. Was machen wir? Warte. War das aber der Schutz? Ich krieg die auf. Tür! Öffne dich bitte. Bro. Das ist doch unmöglich. Ich hab halt die einzige Sorge, weil das erstmal ein Raum von Shatterbar war. Mittlerweile nicht mehr. Jetzt auf einmal sowas? Du wirst uns jetzt plötzlich helfen? Das war der Spiegel, von dem geredet worden ist, richtig? Ja, richtig. Und ich soll jetzt dieses Kristallding hier reinwerfen. Okay, bist du bereit, Bro? Bro, es ist soweit. Kommst du mit oder soll ich den Weg alleine gehen? Ich werde an deiner Seite sein. Okay, Bruder. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt da durch. Ich werfe den Kristall der Vergangenheit da rein. Let's go!